Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier zur Transport FIFA 2. In dieser Episode werden wir die Strecke nicht ausbauen, denn die ist soweit okay. Klar, die brauchen ein bisschen mehr Strecke und wir brauchen mehr Fahrzeuge. Aber ich möchte gern mehr für den Bahnbetrieb machen, sprich so Art Schattenfahrten machen. Das wäre zum Beispiel, dass wir hier so dann Skifahrten haben und dass generell hier mal ein bisschen mehr los ist mit realistischem Verkehr. Und hier möchte ich anfangen. Was euch vielleicht auffällt, der HSD von Network Rail, der hier auf dem obersten Gleis gestanden ist, den habe ich gelöscht, denn der ist mir im Weg für dem, was ich vorhabe. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben hier diese kleine Rangierlok mit den Kohlewagen und die möchte ich eigentlich in echt fahren lassen. Und zwar vielleicht mit ein, zwei Wagen hier rein, hier kurz stehen bleiben, dann hier raus und dann beispielsweise, ich würde sagen, da wo die jetzt gerade sind, rangiert. Nein, wobei, nehmen wir das Gleis, dass die hier rein rangiert. Okay, was wir dafür machen müssen, ist Schattenbahnhöfe bauen. Wobei, Schattenbahnhöfe ist nicht ganz richtig. In der Modelleisenbahn, weil das Bahnhöfe, die man nicht sieht, man sieht sie auch hier nicht, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Schattenbahnhöfe. Dafür werden wir jetzt erstmal hier die Assets löschen, damit es auch gut aussieht. Und leider müssen wir hier das ganze Gleis löschen. Wir werden das jetzt so machen. Irgendwo hier, ja genau, haben wir den Cold Track. Versucht das gerade zu machen. Wenn wir das hier so machen, aber ohne der Oberleitung. Ist das okay? Ja. Die Lok wird dann. Na, wobei, ich probiere gerade mal, ob ich den Schattenbahnhof hier so platzieren kann. Könnte ich. Einziger Nachteil an dem Ganzen ist, die Gleistexturen passen leider nicht, weil ich habe nur die Standardgleise und Hochgeschwindigkeitsgleise. Wir werden es jetzt mal hier so machen. Und dann mit den Kohlegleisen weiterfahren. Ungefähr so. Das sieht halt leider optisch total meh aus. Weil es so doof aussieht, werden wir hier gleich gerade sagen, das sind halt keine Kohle-Tracks. Das ist sonst, ja, das ist meh. Eigentlich müsste ich auch gerade die upgraden. Ich hätte so rossige Gleise schon gern gehabt, aber ja, ist was ist. Und da machen wir die Oberleitung weg, danke. Den passt. Ja, Stichwort Oberleitung. Ich muss natürlich auch die Oberleitung hier noch machen, wie wir hier im Video, also in der letzten Episode gesehen haben. Jetzt haben wir hier unseren Haltepunkt. Jetzt werden wir auch noch hier einen Haltepunkt einfügen. Nach dem gleichen Prinzip. Gebäude, Güter haben wir hier so. Ja, nicht upgraden. Und Oberleitung, ja, hier darf sie ruhig sein. Und dann haben wir hier dieses Gleis. Und ich hoffe, ich kann den ersten Teil hier wegmachen. Die Lok muss erstmal weg. Natürlich nicht. Das ist sehr ärgerlich. Hoffentlich kriege ich es halbwegs auf die gleiche Höhe hin. Ich probiere es mal mit so. Normalerweise hätte ich das gerade am Anfang gemacht. Ja, okay, das passt jetzt nicht ganz, aber ich würde sagen, das ist fair enough. Fällt auch nur im Detail auf. Gut, dann machen wir eine Linie. Ich würde sagen, zuerst hier, dann hier, dann wieder hier rein, dann wieder nach da vorne, dann da unten rein und wieder nach da vorne. Dann haben wir so einen Pendlerverkehr. Dann sagen wir hier Schattenfahrt 1 und ich hätte gern bei Position 1 bleibst du mal mindestens eine Minute, 100, ja, 2 Minuten, 120 Sekunden
Position 2 bleibst du 30 Sekunden stehen. Position 3, das ist sprich hier hinten beim Kohleverlaut, bleibst du mal 3 Minuten 50 los, stehen. Plattform 4 nochmal 30 Sekunden. Und bei Plattform 5 bleibt er auch nochmal länger stehen. 3 Minuten. Und auf 6 auch nochmal so. Sag mal eine Minute. Okay, ich würde sagen, wir machen das in. Welche Farbe nehmen wir denn hier? Ich glaube, ich würde gerne schwarz nehmen. Okay, alles klar. Dann brauchen wir natürlich einen Zug für das Ganze. Und wir gehen mit dem, was schon da gestanden ist. Und zwar mit der British Ray Class 02. Und dann brauchen wir noch Güterwagen. Und da gehen wir entsprechend mit Kohle. Was würde denn dazu passen? Das sind Loren, das geht schon mal nicht. Vielleicht so ein Mix aus denen? Nee. Ah, die da. Da, Coal Hopper, passt das sogar. Sagen wir mal 1, 2, 3. So mit 3 Wagen. 2,5 Millionen, das wird auch Verlust machen, aber das gönne ich mir jetzt erstmal. Und das nehme ich jetzt mal Schattenzug 0. Ups, 01. Perfekt. Und auf die Schattenfahrt 1. Bitte los. Okay, dann schauen wir uns. Das Autosave immer wieder. Gerade wenn es unpassend ist. Schauen wir mal, sollte jetzt hier rauskommen? Ja, wunderbar, da ist sie auch. Nice, dann haben wir jetzt einen echten Zug. Währenddessen im Post-Edit kommen hier die Infos zu der Class 02. D2860. Schade, dass wir natürlich hier keine Befüllung haben. Das wäre natürlich noch schön gewesen. Okay, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir machen hier mal Fast Forward. Bleibt das natürlich ein bisschen länger stehen. Müssen wir natürlich auch beachten, wenn wir hier neue Züge rauslassen, dass natürlich die Strecke dann teilweise belegt ist. Und hier habe ich ein Gleis, was ich gar nicht brauche. Bitte weg. Dunkelgrün. Habe ich jetzt eingestellt. Um 1, 2 Minuten. Und da fährt sie auch los. Okay, also hier der Halt ist okay. Der sollte jetzt kürzer sein. Und Moment mal. Da haben wir einen Fehler in der Oberleitung. Werkzeuge. Ist richtig. Ah, der Bahnhof hat keine Oberleitung. Kann ich das noch machen? Ja. Okay, passt es auch optisch. So, also er fährt jetzt hier zum Kohleverlaut. Hoffe ich zumindest. Ja, was für eine Rauchentwicklung. Schau mal, ein Abgasfilter checken hier. Ich hoffe, dass er bleibt jetzt so stehen, damit es irgendwie Sinn macht mit diesem Hopper. Und? Ja, okay, das passt nicht ganz. Also wenn wir das jetzt mal anders machen. Wir werden den neu platzieren mit den Assets und sagen da Coal, der Coal Hopper. Und dann tun wir so, als würde dieser Wagen hier beladen werden. Ne, Moment mal. Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Nein, eben Denkfehler. Klar, das macht gar keinen Sinn, dass es beladen wird. Der müsste eigentlich hier nach hinten fahren, wo er dann entladen wird, damit der Hopper natürlich beladen wird. Sprich den Hopper, den lassen wir hier.
beginnt. Und den Haltepunkt machen wir hier hinten. Der Zug wird jetzt unglücklich sein. Okay, Oberleitung. Nein. Passen das jetzt mal hier an. Das ist halt 3. An der Stelle hinzufügen. Hier hinten. Hier löschen wir jetzt. Okay, behalten Nummer 3 bleibst du mir mal so 4 Minuten stehen. Hat er jetzt auch da nach hinten? Bis zum Anschlag. Sehr gut. Cool. Just fürs Testing Nummer 3. Gehen wir ganz kurz nach unten. Okay, er fährt wieder. Wir machen das wieder auf 4 Minuten. Sollte er jetzt hier schön nach unten fahren? Was ist eigentlich deine Höchstgeschwindigkeit? 31, oh, das ist sogar ziemlich flott. Neue Fahrzeug! Deltic! Aber für 9 Millionen und die I463 für 6 Millionen. Oh, Class 25. Ui, mit dir habe ich auch noch was vor. Oh, warum ist das Fenster so schnell weg? Ich wollte es ja kurz angucken. Oh Mann, ey. So unfair. Aber okay, ja, fährt hier rein. Und dann bin darauf regnet. Das passt. Alles klar. Gut, dann der nächste Schattenzug, den würde ich gerne hier machen. Denn wir haben ja hier unser, ja, Instandhaltungshalle hier mit unseren Loks. Da würde ich gerne ein paar Movements haben. Da würden vielleicht sogar 2 Platz haben. Ich habe mir sowas überlegt, wie irgendwie hier rein, dann dahin, dann dahin. Dann eigentlich wieder hier rein zum Abstellen und dann wieder retour und wieder auf ein anderes Gleis. Und das könnte man mit 2 machen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Vielleicht sogar ein Verkehr zwischen da und da. Und auch hier, da haben wir auch diese Bekohlungsanlage und dieses Kopfgleis, wo ein paar Wagen stehen. Da könnte man uns auch noch was überlegen, dass wir hier was machen, sogar mit Fahrten hier rein. Okay, ich würde sagen, es gibt erstmal einen kleinen Schnitt und dann gehen wir weiter mit der nächsten Schattenfahrt. Okay, ich denke, ich habe eine Idee, was wir hier machen könnten, denn wir haben ja hier die einzelne Diesellokomotive und ich würde sagen, die werden wir mit einer Class 25 austauschen. Dazu werden wir hier die Class löschen und schauen wir mal hier mit dem Schattenbahnhof. Schauen, wie weit es gehen müsste. Ein bisschen hinter dem. Eventuell kriege ich das hin. So. Arbeit. Ja, fair enough. Nicht. Oh, warte mal. Das ist fast perfekt. Okay. Cool. Ich hätte mich gern sowas, sowas und dann da vorne und dann wieder da rein und dann wieder retour. Das heißt, wir brauchen noch einen Stopp hier nach der Kreuzung. Am besten hier unten. Wir lassen den Zug mal kurz vorbeirauschen hier. Das Blöde ist, wir haben jetzt hier dann eine Gerade in der Kurve. Das ist ein bisschen dämlich. Könnten aber allerdings schwierig, ich würde das gerne hier machen. Einfach nur zum Schauen, wie das aussehen würde. Okay. Schattenbahnhof hier, hier. Ja, parallel kriege ich es nicht hin. Okay. Aber hier so.
Ah, ich muss das anders machen. Ich muss zwei hintereinander haben. Mit 75. Gut, sind eh Standardgleise. Wenn wir das mal hier löschen, weil dann kann ich hier die Signale hinmachen. Geschwindigkeiten werde ich gerade im Anschluss nochmal korrigieren, wobei hier kann ich jetzt nicht anpassen. Und jetzt müssen wir hier die Kurve neu machen. Fahr doch mal bitte ein bisschen weiter. Sehr gut. Dann werden wir das ganze Segment hier löschen. Okay, und dann mit 120. Moment mal, das habe ich jetzt vergessen zu löschen. So, na, wir fangen hier mit dem Inneren an, mit 120 hier rauf. Und hier wieder runter. Okay, wie sieht das aus? Wir haben hier eine leichte Kurve, gerade. Dann wieder die Kurve hier rein. Leicht enger werdend. Bin jetzt wirklich happy damit. Aber okay, machen wir mal kurz die Signalisierung. Ich hätte gern Free Aspect. Hier so ungefähr. Aber so. Und aber so. Sehr gut. Und da bei den Bahnhöfen. Free Aspect. Hier. Ja, ich werde dann schief worden. Andererseits, wenn du hier rausfährst. Ist okay, brauchen wir kein anderes Signal. Wir werden jetzt das hier nochmal glätten. Das kann ich gar nicht ab, wenn es hier scheiße aussieht. Noise. Okay, und dann. Also nur zu planen. Von hier. Na, eigentlich von hier ausgehend. Von hier nach hier. Nach da, dann ich sollte nach da unten und dann hier rein. Eigentlich hätte ich gerne, dass er hier hinten rein fährt, aber hier habe ich die alten Gleise und das soll eigentlich auch so bleiben. Also bleibt er hier vorne stehen. Idealerweise da. Okay, also, dann haben wir hier einmal von da, fährst du dann hier so durch, bleibst da stehen, werde hier oben lang. Ja gut, macht vermutlich, so wie die Strecke ist, sogar Sinn. Blockiert er weniger, fährt bis dahin, fährt dann da rein. Wenn er dann hier drin ist, möchte er dann dahin. Also fährt er als nächstes auf den Haltepunkt da unten und fährt hier rein. Wenn er hier drin ist, fährt er, wobei kommt er hier überhaupt da oben hin? Ne, kommt er nicht. Dann fährt er wieder hier unten hin zu eine Kreuzung. Oh ja, ich habe eine Kreuzung. Fährt er dann hier oben hin und dann wieder da rein. Okay, Schattenfahrt 02. Wir lassen es erstmal mit den Zeiten so wie es ist, damit wir die Lok sehen. Dass er auch sauer fährt. Wir machen das auf schwarz. Oh, das könnte für Stau sorgen, wenn er dann mal losfährt. Aber eben, dann haben wir so ein bisschen Rangierfahrten hier. Rausfahren hier oben, du bist angeschlossen, Diesel Class 25. Und geben wir dir noch hinten was drauf.
Was würde denn Sinn machen? Irgendwas mit Werkzeug vielleicht. Okay, lass mal die Lok mal alleine. Die kostet uns, mal schauen, 25. Oh nein, viel besser. Zwar so. Auf die Schattenfahrt 02. Cool. Dann schauen wir uns das mal kurz an. Ja, genau so wie ich das wollte. Mal mitfahren. Für beide Lokomotiven werde ich mal kurz die Infos einblenden und dann jeweils hier links. Es gefällt mir. Ja, doch. Ich glaube, der ein bisschen abgeschleppt wird und rumrangiert wird. Ja, und da hinten kommt auch schon unser Holzzug. Der wird sich jetzt freuen, dass wir hier blockieren. Schöner Sound. Das war nicht die schnellste. Was bleibst du jetzt stehen? Ach so, du bist der Werkzeug. Ja klar, du müsstest da oben rein. Du darfst, dann würde ich jetzt nicht reinfahren. Haha! Und der kann auch nicht fahren. Also wegen beiden Zügen nicht. Dann wird hier auf das Abschleppgleis rangiert. Oh, das Auto safe. Ich meine, es ist super. Man nervt uns dann schon ab und zu. Okay, bis zum Puffer. Das passt. Er fährt wieder los. Der darf sogar als erstes fahren. Okay, wir bremsen den gerade zweimal aus. Weil jetzt dürfte er wieder fahren, weil jetzt sind wir ja hier unten. Ah, okay, dann war der wieder schneller. Ja, aber gut, so haben wir den realistischen Verkehr hier drauf und wir werden den jetzt dann so einstellen, dass er dann hier jeweils so 5 Minuten wartet, bevor er dann seine Tour macht. Jetzt muss eigentlich nur der Stop da hinten ganz gut passen. Und was ich gerade in der Ferne sehe, ich muss eventuell die Linien upgraden. Vielleicht noch ein Pulszug? Muss ich mal gucken. So, jetzt bitte hier rein. Okay, und dann machen wir jetzt mal Pause. Das passt eigentlich so, wie er da stehen bleibt. Dann werden wir hier die Zeiten anpassen. Also bei Nummer 1 kannst du richtig... Ja. Kann ich das kopieren? Sehr gut. Halt Nummer 2, da bitte nur so kurz wie möglich. Und dann Halt Nummer 3. 5 Minuten. Dann 4, so kurz wie möglich. Und bei Halt Nummer 5. Also auch 5 Minuten. Ja, und bei 5 ist dann der 6. der nächste Halt. Also wieder hier oben. Ja, ist okay. Cool. Das heißt, du bleibst jetzt hier erstmal stehen und fährst jetzt mal wieder.
Nee, du fährst das gerade mal wieder, nachdem ich es jetzt gerade aktualisiert habe. Ja, cool. Aber nee, ich bin erstmal happy. Dann soll der da hier mal so herumreinschieben. Mit einer angenommenen defekten Diesel-Lok. Und wird hier noch ein bisschen zu Spaß führen. Mit, ja, eigentlich, wir haben ein für den Werkzeug, zwei für Holz. Oder sind es jetzt drei? Weiß ich gar nicht mehr. So, Fahrzeuge, Holz, ne, sind drei, also vier Züge insgesamt. Wir werden dann ihren Spaß haben mit der Herumrangiererei. Und da passiert jetzt auch gerade. Holzzug fährt ein. Ist klar, weil es blockiert ist, muss stehen bleiben. Er dürfte einfahren. Bis dahin. Und ist blockiert. Das macht Spaß. Was? Waren? Also. Was? Hatten wir das nicht bei der letzten Episode schon? Moment mal, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ja, warum kommt denn das jetzt erst? Ich meine. Ich meinte zu erinnern, dass ich gerade wegen Benzin gesprochen habe, dass ich hier noch einen Halt mache und dann hier rauf fahre. Komisch, dass es jetzt erst kommt. Gut, schauen wir hier mal weiter. Ist wieder fleißig am Fahren. Er wartet auf. Oh, 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 oh. Was ist jetzt los? Du kommst nicht. Ach, Moment. Er würde jetzt natürlich gern so zurückfahren. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Denn es könnte natürlich auch sein, dass hier auch ein Zug drin steht und die blockieren sich dann gegenseitig. Hier beide blockiert sind, dann braucht man zumindest bei dem Gleis hier ein Abstellgleis, wo er mal kurz reinrangieren kann. Außer, ich sage, er soll mal kurz hier rein. Ich meine, er ist leider nicht so intelligent, dass er sagen kann, er macht einen anderen Weg, wenn hier ein Zug da steht, das gleiche wie da. Außer, ich mache diese Verbindung hier neu, wobei mir gefällt die eigentlich ganz gut, so wie die ist. Der hier drin steht, dann fährt er hier raus, auf den Bahnhof, und dann haben wir hier die Weiche. Dann fährt er bis hier hin vor Signal. Fährt dann hier rein, weil dann kann auch weg warten, bis der dann weg ist. Und fährt dann da wieder rein. Ja, so machen wir es. Das Signal wird entfernt. Ein jetzt habe ich wieder kein Geld. Okay, jetzt brauche ich ein Darlehen, weil jetzt habe ich die Strecke unterbrochen. Gut. Cool. Sprich, hier die Schattenfahrt. Warte mal, kleiner hier. Von 5. Wir werden die 6 mal löschen. Von 5. Nach hier hin. Nach hier hin. Dann wieder hier hin. Und dann da rein. Jo, es macht Sinn. Und bei den letzten Halten, da werde ich die Zeit nicht anpassen, weil ich das so kurz wie möglich machen. Aber uns fehlt jetzt hier das Signal. Aspekt. Okay, dann hätten wir das, aber das löst jetzt das Problem hier, denke ich mal, nicht. Ja. Erstmal verkaufen, damit es hier schneller geht. Dann schickt man nochmal 9 auf die Strecke. Class 25. Hier.
Item. Und jetzt habe ich natürlich. Okay, aber Cruiser ist wieder raus. Ich denke, das passt so. Wenn ihr Ideen habt auf der Strecke für so Schattenfahrten oder ein Skifahrten, wo ihr sagt, ah, das macht noch Sinn, macht vielleicht das und das, schreibt es mir das in die Kommentare oder auf Discord. Kann ich nur empfehlen, kommt mal auf Discord, würde mich freuen. Link in der Videobeschreibung. Hier werde ich nichts machen, da oben auch nicht. Hier, na, hier würde ich auch nicht machen. Ja, eben, da lege ich noch Bock auf eine zweite hier, beziehungsweise. Nee, lass uns hier noch was machen. Ich überlege noch mal ganz kurz, was ich hier machen könnte. Und dann komme ich gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, ich habe mir was überlegt, wie die dritte Schattenfahrt. Also einerseits hätte ich gerne hier ein bisschen Rangierfahrten, durch den Bahnhof durch und dann hier rein und ein bisschen hier hin, hin und her schanden. Und zwar mit der Dampflok. Und jetzt werden wir das hier gleich mal richtig machen. Ich werde das hier alles mal abreißen. Und die Lok auch. Und werde Folgendes machen. Wir werden einerseits hier den Bahnhof so platzieren. So, so. Und hier brauche ich noch einen zweiten. Das machen wir gleich nochmal. Eigentlich. Alles weg. So, so. Jetzt wäre ich gerne hier nach unten gegangen. Wobei, ich brauche hier eigentlich eh nur den Abstand. Okay. Die Bahnhöfe brauche ich nicht. Einmal alle abreißen. Schau mal, ob ich jetzt gerade... Oh yes, ich habe hier den Anschluss. Sprich, wir machen hier den Bahnhof hin. Reißen das wieder ab. Falsches Menü. Perfektes Alignment. Von hier weiter. So, dann habe ich auch hier den Bahnhof. Das wird wieder gelöscht. Cool. Dann sind das hier alles Bahnhöfe, mit denen ich spielen kann. Und hier maximal 20. Wenn wir das mal hier sauber verbinden. Voila. Sehr gut. Und... hier hat man ja die Kreuzung drin. Einmal so und einmal so. Eigentlich das aber hier so, oder? Cool. Dann fährt der ganz... Ah, jetzt müssen wir das Ganze hier noch machen. So. Ah, ich komme natürlich hier nicht auf die gleiche Höhe. Außer. Nein, das geht nicht. Schade. War ja auch zu schön gewesen. Snappst du auf der richtigen? Nee, ich habe natürlich jetzt den Haltepunkt verloren. Also das mal wieder weg. Bis. Machst du das jetzt? Bitte, danke. So. Bahnhof. Bahnhof. Der da unten passt jetzt natürlich auch nicht mehr. Auf die gleiche Linie. Der passt. Cool. Und dann haben wir hier zwei Bahnhöfe und. Und. Alles auf dem Gleis da oben. Hier das Signal entfernen. Machen Abstand von zwei Schattenbahnhöfen. Einmal, zweimal. Der wieder weg. Gleise. 120, okay, gut. 120, 120. Das Signal hier. Eigentlich bräuchte man jetzt auch noch ein Rangiersignal in die Richtung. Ohne einen Autosig. So.
Alles klar. Ich denke, das passt jetzt. Sprich, der kommt dann aus... Ja, aus welchem Depot eigentlich? Aus dem da unten. Der fährt von da unten, bitte mal für den Kontrast, schwarz nach da. Dann fährst du dann hier rein. Dann machst du eine Pause da. Fährst hier zu dem. Und dann würde ich sagen, fährst du hier rein. Ja, das passt. Fährst dann wieder hier raus. Fährst wieder zu dem obersten da und fährt dann hier wieder runter zu dem. Okay. Schattenfahrt 03. Da machen wir gerade das Timing. Bei Nummer 1 bleibst du, also bleiben wir wieder 5 Minuten stehen. Fährst hier recht schnell durch. Ich meine, bei Haltestelle 2. Mal bleibst du 60 Sekunden, 2, 3. Wir das mal ganz kurz kopieren. Nummer 4 ist auch da unten. 60 Sekunden, Nummer 5 ist da hinten, so kurz wie möglich, und bei 6. Bleibst mal wieder so 5 Minuten. Dann 7 wieder so kurz wie möglich, damit es blockiert ist. Und dann wieder retour zu 8. Und 8 bleibst auch nochmal so 60 Sekunden. Okay. Dann brauchen wir die Lok. Und ich wollte ja eine Dampflok haben. Ein Autotank. Nach Betriebskosten. Sogar 2 bis 2, 3, 7, 2, 9. Machen wir eine Autotank mit dir. Ah, jetzt habe ich da kein Geld. Kurz mal vorspulen lassen. Gib mir den Money. Ich will einen Zug hier kaufen, der absolut nichts Sinnvolles macht. Dankeschön. Dann bist du Schattenzug 03. Okay. Kannst du mal kurz gucken. GBR Autotank. Habe ich jetzt nicht rausgeschickt? Neue Industrie, ja, das ist schön. Und da ist sie. Infos wie immer, hier links. Gott, hier auf der Drehscheibe. Oh, und jetzt haben wir auch den Fall, habe ich hier ein Einfahrsignal? Oh ja, habe ich. Nice, ich war schlau in der Vergangenheit. Bin stolz auf mich. Ist gerade blockiert, aber du bleibst ja sowieso 5 Minuten stehen. Cool. Dann haben wir jetzt hier 3 Schattenfahrten. Sprich, wenn wir dann hier mal so eine Mitfahrt wieder machen oder ich mal irgendwann mal so einen Cinematic Shot mache, dann haben wir hier einfach ein paar Fahrten, die ein bisschen Leben hier auf die Strecke bringen. Da ist ein Betriebswerk, eine Lok, die da am Auffüllen ist oder sonstiges macht. Und ich entschuldige schon meinen Nachbarn, der ist gerade ziemlich laut, falls ihr das hört. Und auch hier, einfach ein bisschen Power und Schifffahrten. Vielleicht mal mit einem Passagierwagen, mal gucken. Kann man ja noch viel mehr machen, damit hier wirklich Traffic drauf ist. Ja, würde mich freuen auf einen Input, wo ihr sagt, das könnt ihr mal noch machen oder das vielleicht weniger etc. Das war's mit der Episode. Ich wünsche euch was. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.